Hallo ihr Lieben, heute möchte ich mit euch was Herzhaftes kochen. Und zwar aus meinem Freund Muscat de Provence und aus Tofu. Vorneweg, Tofu ist für mich kein Fleischersatz, sondern eine Bereicherung für meinen Speiseplan. Kommt mit in die Küche! Okay, dann fangen wir an mit dem Tofu. Der ist immer noch mal in zwei Portionen eingepackt. Das ist mein Lieblingstofu. Ihr seht, da ist ziemlich viel Wasser drin in der Packung. Und im Tofu selber ist auch noch ziemlich viel Wasser. Darum schneide ich den erstmal durch. Dann habe ich mir hier so ein Kistchen selber gebaut. Also da habe ich einfach Löcher reingebohrt und habe das dann glatt geschmürgelt. Eine Art Sieb, aber wo ich den Tofu halt gerade reinlegen kann. Unten ist eine Schale, dann kommt diese gebohrte Schale und dann kommt noch eine Schale als Abdeckung und da packe ich jetzt einfach was Schweres rein. Kann man auch schön stapeln. Und jetzt wird einfach der Tofu runtergedrückt mit der kompletten Schale und unten in der Schale sammelt sich dann das Auffangwasser. Während der Tofu jetzt hier sein Wasser verliert, stellen wir schon mal die Marinade her. Dafür brauchen wir helle Sojasauce, bisschen Salz, Knoblauch. Ich lege mir den Knoblauch schon in Öl ein, weil ich weiß, ich brauche jetzt die nächsten Tage viel Knoblauch. Dann habe ich das jetzt schon in einer ruhigen Minute schon mal geschält, lege das in Öl und habe den dann immer griffbereit. Ich lagere das aber eigentlich im Kühlschrank, also ich lasse das nicht hier draußen an der Luft stehen. Dann brauchen wir Ingwer. Ich kaufe immer Bio-Ingwer und versuche jetzt heute mal, den nicht zu schälen. Weil an Bio dürfte ja eigentlich nichts dran sein. Und dann nehme ich eine Chili von uns, die habe ich jetzt gerade abgemacht. Und die Kerne nehme ich gleich raus, das zeige ich euch dann. An Kräutern nehme ich jetzt heute meine Lieblingskräuter. Ich war jetzt gerade noch im Garten. Das Rosmarin, frischer. Oregano ist auch noch unter der Schneedecke und Thymian. Kleiner Rest. Die hacke ich mir jetzt einfach . Das ist jetzt die helle Sojasauce, die schmeckt mir persönlich besser als die dunkle. Nehme ich so zwei Esslöffel von. Ja, vielleicht auch einen dritten. Dann nehme ich den Ingwer, nehme ich jetzt das ganze Stück, dann passiert meinen Finger nicht so viel, und reibe den einfach rein. Seht, die Schale bleibt hier fast dran. Also kann man sich das wirklich sparen mit dem Schälen vorher. So, den Knoblauch, den könnt ihr jetzt auch entweder reiben. Oder ihr schneidet euch den in kleine Stücke. Wir essen gerne Knoblauch. Nicht wundern. Also ich benutze wirklich viel Knoblauch. Ich schneide mir da dünne Scheiben von. Schneide die nochmal
längst. Dreht ihn nochmal. Und hab dann so kleine Würfelchen. So, die Chili habe ich ja selbst getrocknet. Ich verlinke euch das Video oben in der Infobox. Und die mache ich jetzt einfach ein bisschen auf. Ihr seht, die Kerne kommen da schon so raus. Dann hat man direkt Saatgut fürs nächste Jahr. Und die Chili selber, die schneide ich jetzt einfach klein. Und dann kommt die mit in die Marinade. Ups. Dadurch, dass sie so trocken ist, springt die ein bisschen weg. Also muss man ein bisschen aufpassen. Und dann guckt er einfach, ob ihr es so gerne scharf mögt oder was ganz weglasst. Aber je nachdem passt er das dann an, wie viel er da reintut. Dann rührt ihr das einfach was unter, so dass sich die Geschmäcker wieder richtig entfalten können. So, unser Tofu hat jetzt nicht so viel Zeit. Normalerweise kann man es wirklich länger machen, aber gucken wir mal. Ja doch, ist einiges rausgekommen. So, dann nehme ich unseren Tofu. Und dann schneide ich den in Stückchen, also erst in Streifen. Dann in Würfel. Und jetzt kommt unsere Marinade da drüber. Wird jetzt einfach noch verteilt. Das sieht man ganz schön mit der Sojasauce. Die Stücke sollen alle benetzt sein mit der Marinade. Und das seht ihr halt schön am Farbunterschied. Da ist noch nichts und da hat es schon Marinade abbekommen. Ich würde euch auch empfehlen, das wirklich in eine Schüssel mit Deckel zu machen. Dann könnt ihr nämlich den Deckel drauf machen. Und so kommt das jetzt bei mir in den Kühlschrank. Und immer wenn ich an den Kühlschrank gehe, schüttle ich einmal kurz an der Dose. Dann braucht ihr die gar nicht mehr aufmachen und rühren oder euch jedes Mal einen Löffel nehmen, sondern ihr schüttelt das einfach mal durch. Und dann wird das ja immer wieder gewendet. Und so lasse ich das jetzt bis morgen im Kühlschrank stehen. Und dann geht's weiter. Für die Marinade brauchen wir Öl. Ich nehme da gerne Rapsöl, weil man das schön heiß erhitzen kann. Dann Knoblauch. Scharfes Paprika. Salz. Ich habe jetzt hier Rosmarin, Oregano, Thymian und Chili. Und daraus stellen wir jetzt eine Marinade her. Also Öl nehme ich schon ordentlich. Dann Paprika, das sind so 1,5 Teelöffel. Ihr könnt natürlich auch Pfeffer nehmen. Ich mag es halt mit Paprika lieber. Salz sind auch 1,5 Teelöffel. Ja, und Knoblauch. Die Zehen sind ja immer unterschiedlich. Also ich nehme 3 bis 4 von diesen dicken Knoblauchzehen. Die schneide ich mir jetzt erstmal.
So. Ihr seht schon, ich liebe Knoblauch. Und ich mache gern Sauerei. Das reicht schon. Und dann rühren wir das einfach unter. Dann kann man das auch gut stehen lassen, also abgedeckt natürlich. Oder ihr könnt das direkt in einem Schraubglas machen. Der Knoblauch zieht jetzt einfach weiter ins Öl ein. Die Kräuter geben ihren Geschmack ans Öl ab und ihr habt nachher eine richtig tolle, würzige Marinade. Los geht's mit unserem Muscate-Provence-Kürbis. Vielleicht könnt ihr euch noch an den Gartenrundgang im Oktober erinnern. Da habe ich den geerntet. Und wenn ihr jetzt seht, der ist richtig orange geworden und nachgereift. So ist der eigentlich richtig. Ja, und dann schneiden wir das Schätzchen mal auf. Da. Guck mal, wie toll der aussieht. Hier, wo die Kerne waren, das mache ich ein bisschen raus. Sieht schon, dass ordentlich was dran. Der war 9,5 Kilo. Das ist schon ziemlich viel, ne? Die Schale mache ich ab. So, und den schneiden wir dann jetzt in Stücke. Jetzt nehme ich direkt noch Kartoffeln dazu. Die habe ich jetzt schon gewaschen. Und achtel die. Dann kommen die direkt mit dazu. Kartoffel und Kürbis passen nämlich wunderschön zusammen. Dann kommt unsere Marinade von gestern. Die stand jetzt die Nacht über im Kühlschrank. Konnte schön durchziehen. Also wenn ihr das riechen könnt, das duftet total nach Knoblauch. Und die Kräuter riecht man auch schön. Es riecht echt klasse. Jetzt pinsel ich das einfach so großzügig ab, dass jedes Stück Kürbis und jede Kartoffel was von der Marinade abbekommt. Mit so einem groben Silikonpinsel geht das auch total gut. Da kriegt ihr auch die Knoblauchstückchen verteilt. So, und jetzt kann das Ganze schon in den Backofen. Ich habe den jetzt auf 180 Grad vorgewärmt. Und da wandert jetzt das komplett rein. Dann sehen wir uns gleich wieder. Jetzt kommen wir zum Tofu. Der stand ja seit gestern im Kühlschrank. Ich
Ich mache schon wieder Sauerei. Ihr seht, der ist jetzt wirklich von allen Seiten benetzt mit der Marinade. Jetzt kommt noch der Sesam da drunter. Sesam gibt dem Ganzen gleich nochmal so eine schöne nussige Note. Das mag ich total gerne. Jetzt heize ich meine Pfanne mit Rapsöl auf. Jetzt braten wir den Tofu einfach schön an. Unseren Kürbis habe ich jetzt eingepackt, den verarbeite ich gleich weiter, aber damit er mir nicht austrocknet, bis es soweit ist, habe ich den jetzt in eine Tüte gepackt. Ihr seht, der Tofu bekommt jetzt so eine leicht bräunliche Kruste. Und so soll der auch sein. Wenn er dann soweit ist, das ist jetzt ungefähr nach 4-5 Minuten gewesen, dann könnt ihr die Pfanne einfach ausstellen und weiter geht's mit dem Kürbis. Nach 20 Minuten seht ihr, der Kürbis zerfällt schon fast. Ich zeige euch das mit meiner Gabel hier. Seht ihr, wie weich der ist? Das ist wirklich, der geht so auseinander. Und die Kartoffeln sind auch gut, aber die 20 Minuten, die braucht er schon wegen den Kartoffeln jetzt. So, dann können wir anrichten. Fertig ist unser ganz einfaches und schnelles Kürbisgericht mit Tofu. Sollen wir es probieren? Na komm mit. So, dann probieren wir mal. Ihr seht, der Kürbis zerfällt schon. Das ist wirklich super weich. Ich weiß schon, warum das mein Lieblingskürbis ist. Der schmeckt so aromatisch und so klasse. Das ist wirklich lecker. Und der Tofu. Ihr habt ja gesehen, wie viel Knoblauch ich verwendet habe. Ich finde jetzt nicht, dass das extrem knoblauchüberladen ist. Das ist einfach eine schöne Mischung. Der Ingwer, die Sojasauce, die Kräuter. Das ist ein tolles Zusammenspiel. Also ich würde mich super freuen, wenn er das einfach mal ausprobiert. Vielleicht auch jetzt für Weihnachten. Weil der Tofu hält sich wirklich lange. Ich glaube, der jetzt hält sich noch bis zum 22.01. Also ihr habt dann auch gar keinen Stress, dass ihr das schnell verbrauchen müsst. Und ihr habt ja gesehen bei mir, dass das super zum Vorbereiten ist. Also das heißt, ihr könnt das schon einen Abend vorher fertig machen und in den Kühlschrank packen. Dann kann der Tofu schön durchziehen und die Marinade könnt ihr auch schon vorher herstellen. Das ist dann nur noch das Gemüse schneiden. Und im Backofen, das habt ihr ja wirklich schnell gemacht. Wenn euch mein Video gefallen hat, dann würde ich mich über einen Daumen hoch sehr freuen.
Über Abos freue ich mich auch immer ganz besonders. Das ist das ja gerade explodiert auf meinem Kanal. Ich freue mich so sehr, dass ihr mich so unterstützt. Und dann würde ich sagen, lasst es euch schmecken. Bis dann. Ciao.